Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, wir sind hier immer noch wieder in Korinnes. Ich weiß jetzt nicht, was ich eigentlich die letzte Folge vorgehabt hatte. Wir hatten hier einiges an Aufgaben, ja. Warte mal, Lucia, Joe, sind Joe. Hakon, ein Händler in Korinnes, behauptet, dass ein Mann namens Joe einfach spurlos verschwunden ist. Dieser Joe wüsste angeblich, wie man in einem der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahren, hineinkäme. Und Lucia. Das Freudenmädchen Lucia ist über Nacht aus Bromors Bordell verschwunden. Es wird vermutet, dass sie mit Torbens Tischlerlehrling Eldridge durchgebrannt ist. Ja, sonst haben wir hier keine. Also wir haben trotzdem sehr viele Aufgaben. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt sonst weitermachen müsste, könnte. Wir können jetzt auch mal pennen gehen, weil es gerade auch mitten in der Nacht ist. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Ah, jetzt fängt auch die Musik wieder an. So, was haben wir eigentlich noch alles im Inventar? Das ist wirklich jetzt ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal gezockt hatte. Deswegen weiß ich so gut wie gar nichts mehr. Apfeltabak. Kann ich nichts mitmachen. So, Skills, wie sieht's hier aus? Ja, müssten wir mal schauen, dass wir irgendwo. Warte, haben wir Lernpunkte? Nee, wir haben keine Lernpunkte gerade. Dass er über das Land kam und das Tier erwählte. Also ich muss eben meinen Kopfhörer ein bisschen lauter Belias setzen. sprach zu ihm. Und das Tier ward ihm untertan. Und Belia Aber verlieh ihm einen ich weiß jetzt Teil gerade seiner wirklich nicht, was ich machen göttlichen soll. Macht. Wir Auch sind lasst immer es noch sehr, das sehr Land schwach. Wir haben keine zerstören. vernünftige Rüstung. Ich will mich aber auch Lys Leuten hier Arinus sah, was geschehen anschließen. war. Das kann er nicht. Aber bevor wir hier Ein Tier überhaupt von Tarnus ist weitermachen mit gestorben. Lee und denen anschließen, würde ich gerne hier die anderen Sachen mal hier erfüllen. Händlerüberfall. Wir haben ja ein paar Tafeln bekommen. Wollen wir es mal versuchen, auch hier was mit Hey, weg? Eine Sache noch. eine Sache noch. Hör zu, Kleiner. Ich habe im Moment wichtige Er Dinge zu arbeitet auf den erledigen. Wir Kanzleien. werden uns später unterhalten. Klar? Wenn ich es nicht mit Klar. eigenen Augen gesehen hätte. Ja, komm, wir gehen dann erstmal hier Das ist doch weiter. kein Geheimnis mehr. Das ist ja schrecklich. So, und quatschen noch mal vielleicht mit den Jungs und Mädels von, ich wollte schon sagen, neuen Lager, aber von den Banditen. Oder gucken mal hier, vielleicht finden wir hier doch noch irgendwie den einen oder anderen Gegner, das wir erledigen können. Hier ist tatsächlich eine Höhle. Mit Fleischwanzen, die ich nicht treffe. So, komm. Die Punkte will ich haben. Ja, nice. So ein bisschen so. Komm. Ja, nice. So, und die hier noch. So. Können wir. Da ist nichts zu holen. Achso, hier ist noch einer. Okay, jetzt haben wir sie. Nichts zu Da ist plündern. nichts zu holen. Wo sind. Da ist noch einer. Und was haben wir hier denn alles? Alter, wie viel? Ein Lederbeutel wieder. Was ist denn im Lederbeutel? 50 Gold, nice. Das speichern wir einmal, vorsichtshalber. Und dann gehen wir mal in die Höhle weiter rein. Ich höre da was, was sich nicht gut anhört. Orks.
Hier sind Orks. Gut, dass ich gespeichert habe. Mika. Mika, ich brauche deine Hilfe. Der ist ja immer noch hinter mir. Aber er hängt da noch fest. Ich glaube, das ist die falsche Richtung, wo ich hingehe. Aber okay, der ist nicht mehr hinter mir her. Doch. Ich höre den noch. Der ist der. Alter. Wie weit will der mir noch hinterherlaufen? Okay, der läuft wieder weg. Ja, gut. Ich bin halt auch noch nicht stark hier. Das dauert noch. Aber. Ja, Stufe 4. Kann man auch nicht viel zu sagen. Was jetzt schön wäre, wenn wir irgendwo eine Armbrust finden würden. Haben wir denn Bolzen genug? Wir haben gar keine Bolzen, ne? Doch. Und Pfeile haben wir auch noch. Okay. Und Fackeln. Ja, hier ist einer. Einen will ich. Komm. Ja, nice. Nichts zu holen. Okay, nichts zu holen. Jetzt eben ein Apfel. Bisschen Fleisch. Wenn wir wieder voll sind. So. Einer. Komm, triff den. Wieso trifft er den nicht? Ja. Komm. Alter. Der hat jetzt aber viel ausgehalten. Aber da ist noch einer. Und wir fressen mal den Käse. Und den Fisch. Okay, Fisch bringt ja gar nichts. Aber dann dezimieren wir den zumindest mal. Vielleicht einmal noch mal kurz hier speichern. Ist wichtig. Okay, da sind doch noch ein paar mehr Feldräuber. Einer wird reichen. So, komm. Nice. So, dann wieder den Fisch wegmachen. Das gibt Mana-Bonus, das gibt auch Mana-Bonus. Ach komm, vielleicht fressen wir mal die Fleischwanzen. Einen will ich treffen. Einen will ich anlocken. Gegen zwei gleichzeitig wäre ein bisschen zu viel. Komm, triff den doch. Der kommt. Nee, doch nicht. Komm, triff den. Oder den. Einen muss ich treffen. Damit er angelockt kommt. Da muss ich an die ran. Ich habe gleich keine Pfeile mehr. Ja, der kommt, der kommt. So, komm, mach den fertig. Boah, das war jetzt... Okay,
Fleischwanzen. Schnell essen. Wir haben da eine Suppe. Wie viel gibt der? 20. Und der gibt 8. Okay, komm. Eine Wanze haben wir hier noch. Nicht Wanze, sondern Feldräuber. Ah. Komm. Jojojojojo, das ist ein bisschen heftig jetzt. Wieso komme ich gegen den nicht an? Ist der noch hinter mir her? Wieso komme ich gegen den jetzt nicht an? So. Blauflieder. Komm, Blauflieder essen wir auf. Greifen wir mal aufs Mana. So, einer noch und jetzt. Noch ein Versuch. In dem war es jetzt ein bisschen schwieriger. Der ist auch stärker, der Feldräuber. Sumpfkraut nehmen wir mit. Das machen wir eben, das müssen wir speichern. So, was haben wir hier noch? Noch mehr Sumpfkraut. Vielleicht auch erstmal wieder Leben ein, auffüllen, aufladen. Stecken wir mal die Waffe lieber wieder ein. Da sind noch Feldräuber, hier sind irgendwelche Büffel. So, wie viel brauchen wir noch? Die nächste Stufe noch ein bisschen, noch knapp 1000. Jo, hier ist ja Nebel. Oh, hier sind Wölfe. Okay, Wolf nehmen wir mit. Hier haben die sogar zumindest Fleisch. Die Wölfe. Im ersten Teil hatten die gar kein Fleisch. Ja, wo sind wir? Ach, hier hinten sind wir. Hier ist ja ein Riesenwald. Ja, das Sumpfkraut nehmen wir mal lieber nicht mit. Gegen Orks kommen wir noch nicht an. Zum Leuchtturm. Jo, der lässt von uns ab. Okay, immerhin. Gibt es hier noch irgendwas, was wir töten können? Irgendwas? Irgendjemanden? Irgendwo? Boah, ich weiß es nicht. Also müssten wir hier wirklich mal suchen gehen. So, gehen wir mal hier hin. Ach ne, das ist die Brücke mit den Banditen. Hier können wir ja nichts mehr holen, ne? Können wir mit Akil nochmal quatschen? Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. Jo, danke, auf jeden Fall. Was mit Randolph? Ach ne, Randolph war ja auch der, mit dem wir das Trinkwettbewerb machen können.
Apropos Trinkwettbewerb. Warte mal. Wir können hier ja noch eben schnell alles kochen, was wir haben. Jetzt haben wir nichts mehr. Womit denn? Ach, hier gibt's nichts mehr. Aber stimmt, da war ja so ein Kochwettbewerb. Trinkwettbewerb. Und Rinder wäre die Person, die wir dafür nutzen könnten. Ah ja, und hier war die Treppe, genau. Wir haben übrigens 3 dieser magischen Steintafeln ja gefunden. Können wir die dem ein Duty oben abgeben vielleicht? Hier, dem da. Reicht das, Errol? Wegen den Steintafeln? Wegen der Steintafeln. Ich habe einige davon. Ich danke dir. Das sind genug. Damit werde ich mein Versprechen bei dem Wassermagier der Stadt einlösen können und kann endlich wieder nach Hause. Natürlich werde ich sie dir bezahlen. Ich gehe jetzt heim, komm mit, wenn du willst. 30 Gold? Vielleicht kann ich dir ein paar Dinge verkaufen, die dich interessieren könnten, wenn wir da sind. Wo will er jetzt hin? Muss ich mir jetzt hinterherlaufen oder wie? Der hat mir nur 30 Gold dafür gegeben. Für die Steintafeln. Ernsthaft jetzt? Ja gut. Nur 30 Gold. Komm mal, wir gehen mal hier entlang. Mal gucken, wie weit wir hier vorbeikommen, durchkommen. Scavenger, ja. Die schönen Dodos. Was ist denn das da? Da wählt irgendwas. Riesenratte, achso. Okay, das nehmen wir mit. Gehen wir mal lieber wieder ein bisschen zurück. Nicht, dass wir jetzt Sumpfkraut gibt nichts, aber hier Heilkraut haben wir nichts mehr. Mana, Lebensring hier. Einmal voll machen. Und das hier auch. Können wir auch einmal speichern. Komm, dann kriegen wir zumindest Level 5 noch hin. Ja, ich sehe da schon die nächste Riesenratte. Hä? War die nicht gerade hier? Ah, da. Eine reicht. Komm, eine. Ja, komm. Ja, jo, komm. Rattenfleisch nehmen wir mit und jetzt den nächsten. Komm, 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 komm. Ich habe noch irgendwo eine. Obwohl. Oder steckt hier eine fest?
Oder ist hier oben? Nee, anscheinend nicht. Aber ich brauche dringend einen Zweihänder hier. Ganz dringend. Aber ich habe keine Ahnung, wo die Riesenratter jetzt sein soll, die ich hier höre. Aber nicht sehe. Wo sind wir hier gelandet? Iskarot? Hey, du. Innos zum Gruß. Was Innos kann ich für dich tun, Wanderer? Wohin komme ich, wenn ich diesen Weg hier weitergehe? Wohin komme ich, wenn ich diesen Weg weitergehe? Der Weg führt zum Kloster der Feuermagier. Doch der Zutritt ist nur den Dienern Innos gestattet. Und wenn du als Novize im Kloster aufgenommen werden willst, musst du ein Schaf mitbringen. Und 1000 Goldstücke. Und was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin ein Magier des Feuers. Ein Priester unseres Gottes Innos. Dieser Schrein ist ihm, dem obersten Gott, dem Schöpfer des Feuers und Herrn der Gerichtsbarkeit geweiht. Zu mir kommen die Menschen, um zu Innos zu beten und sich segnen zu lassen. Und für eine kleine Spende bekommst du bei mir verschiedene nützliche Dinge. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Okay. Das ist alles, was Iskarot hat. Nee, aber... Kann ich ihm irgendwas andrehen, verkaufen? Passierschein brauche ich eigentlich nicht mehr. Nachricht. Hier. Klappmuschel. Hier, Pechkanten haben. Und Apfeltabak, glaube ich, brauche ich noch. Hornmuschel kann ich noch andrehen. Hier, Hammer. So, Klappmuschel brauchen wir nicht. Hier, Wolfsfell darf er haben. So, Tafel der Lebensenergie 1. Was ist denn das? Fellknöterich. Behalten wir erstmal. Hier, Dolch. Dolch. Rostige Axt. Benötigt Stärke 40, 2 an Waffe. Achso, ich habe hier noch einen anderen Kurzbogen. Ja, würde ich sagen, lassen wir es so. Möge Innos allzeit über dich wachen. Ja, danke schön. 6 Stärkepunkte zu wenig, okay. Alte Steintafel, die nehmen wir mit. Hier gibt es sonst nichts hinter, ne? Iskarot. Haben wir den auch schon mal kennengelernt. Wir hatten neue Infos bekommen. Zugang zum Innos-Kloster. Um im Innos-Kloster als Novize aufgenommen zu werden, brauche ich ein Schaf und 1000 Goldstücke. Will ich aber zu denen dazugehören? Jo, okay. Ganz schnell. Nein, hör auf! Hör auf! Hör auf anzuvisieren! Hör auf anzuvisieren! Alter, wieso bleibt er immer beim Anvisieren hier? Nein, da habe ich das letzte Mal gespeichert. Alles wieder von vorne. Wieso muss er weiter immer anvisieren, obwohl er wegrennen will? Innos zum Gruß. Ja, kennen wir. Wo der Wind und tausend. Ich bin dies zu mir und für. Und jetzt nochmal alles neu verkaufen. So, Ring der Erleuchtung. Mana-Bonus, Lebensenergie-Bonus. Brauche ich nicht. So, das verkaufen. Das können wir ihm andrehen. Was hat man noch? Hier die Wolfsfälle. Das hier. Die Dinger. Was ist denn das? Fackel. Was hatten wir da oben? Schwere Ast. Ach, die können wir auch noch. Schwere Äste brauchen wir nicht. So, dann das, die Dinger, das.
Fertig. Möge. Dann speichern wir hier jetzt nochmal. Ah ja, die Steintafel habe ich jetzt vergessen. Hier. Dann haben wir wieder einen. Einer von denen reicht mir. Ja, komm. So. Komm. Komm. Okay, das haben wir geschafft. Jetzt eben schnell an die Seite. Irgendwas höre ich da. Da sind noch mehr Dodos. Entschuldigung. Nee, Feldräuber. Aber nur einer. Ein Feldräuber, immerhin. Alter, wie stark ist der denn bitte? Nein! Alter, was? Sind die so stark oder bin ich hier nur so schwach in dem Gebiet? Dann gehen wir mal lieber, wenn die hier so stark sind. Das ist keine gute Idee, hier weiter hinzugehen. Da muss ich irgendwie schauen, dass ich woanders erstmal ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Und vielleicht die Quests mal erfülle. Wir haben hier so viele. Dragomirs Armbrust. Dragomir hat seine Armbrust bei einem seltsamen Steinkreis in den hohen nördlichen Bergen verloren. Wo sind wir denn genau? Wahrscheinlich, wenn wir den Weg, wo wir vorher hier hinkamen, wo wir durchgegangen sind, wo wir an den Orks nicht vorbeikommen, wären wir wahrscheinlich an den Steinkreis da angekommen. Da ein bisschen links unter dem einen komischen Monster da ganz oben. Ich muss zusehen, dass ich eine bessere Rüstung kriege, wirklich. Also gehen wir mal zu Lee. Oder warte. Wenn wir hier einmal hingehen und hier speichern. Vielleicht bekommen wir irgendwie die Möglichkeit, die eine Truhe hier mal leer zu räumen. Vergreif dich nie wieder an Sachen, die nicht dir gehören. Okay. Sind wir jetzt erstmal gestorben? Ich kann hier aber nicht schleichen, ne? Wie sie alle an mich dran. Ich hätte das anders gemacht. Okay, die greift mich jetzt nicht an. Ich könnte dir Sachen erzählen. Weil ich mich an dessen Sachen hier vergreife. Goldener Kerzenständer können wir verkaufen. Das wundert mich nicht. Bier. Ne? Bier. Wacholder. Hat sich das hier. Komm, das Brot nehmen wir mit. Ja, Wurst. Bier, Käse und das Wasser. Das war keine große Sache. Nee, pennen wollen wir jetzt hier nicht. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich wollte jetzt eigentlich an die Kiste sowas. Sein Dings da wegnehmen. Wo führt denn dieser Weg nochmal hin? Der müsste eigentlich direkt zu Lee führen, oder? Ja, wir können auch eben ganz schnell. Wir hätten die hier eben kurz anbraten können. Aber ich glaube, den Weg gehen wir mal in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.